Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns angucken, wie man das Verhalten von einem System modellieren kann mithilfe von Aktivitätsdiagrammen. Aktivitätsdiagramme sind eine von vielen Arten von Diagrammen, mit denen wir Verhalten modellieren können, und Anwendungsfalldiagramme haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt. Allerdings sind Anwendungsfalldiagramme für bestimmte Dinge geeignet und Aktivitätsdiagramme für andere. Bei Anwendungsfalldiagrammen können wir sehen, welche Anwendungsfälle, welche Use Cases haben verschiedene Akteure, aber nicht in welcher Reihenfolge müssen die passieren oder ähnliches. Und das erlauben uns Aktivitätsdiagramme. Dieses Diagramm lässt sich auch übertiteln mit Die Wege zu gutem Code sind unergründlich. Das ist eine Frage, wie man da eigentlich hinkommt, und das ist ein bisschen pessimistische Sicht auf das Programmieren, was allerdings trotzdem in vielen Projekten wahrscheinlich zutrifft, dass man eben immer die Möglichkeit hat, irgendwie schnell oder richtig zu programmieren. Wenn man schnell programmiert, muss man alles nachher wegwerfen, weil man den Code nicht mehr versteht. Wenn man es richtig macht, dann haben sich die Anforderungen geändert, sobald man fertig ist, weil man eben zu lange gebraucht hat, und dann muss man auch wieder von vorne anfangen. Das, was hier so illustriert ist, heute geht es ja eigentlich gar nicht um Programmieren, aber heute geht es um Abläufe. Wir wollen also Abläufe, so ähnlich wie in diesem Flow-Diagramm, wollen wir das auch jetzt ausdrücken. Und da gibt es in UML eine spezielle Notation. Dieses Diagramm folgt jetzt nicht der Notation, aber das zeigt, dass solche Diagramme tatsächlich üblich sind und an vielen Stellen Verwendung finden. Aktivitätsdiagramme. An activity diagram is a diagram visualizing activities and their order of execution. An activity diagram contains activities that are connected by means of flows. The execution begins at the initialization and ends with the completion node. Also, was haben wir in einem Aktivitätsdiagramm? Wir haben eine Reihe von Aktivitäten. Diese Aktivitäten verbinden wir durch Pfeile, und diese Pfeile deuten an, welche Aktivität nach welcher anderen stattfinden muss. Und wir müssen natürlich irgendwo sagen, wo das Ganze anfängt und wo das Ganze endet, und deswegen gibt es eine Initialisierung und eine Vervollständigung. Es gibt gewisse Regeln, die wir einhalten müssen, und auf die werde ich gleich nochmal eingehen, wenn wir ein Beispiel gesehen haben. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Notation an. Die Notation sieht wie folgt aus. Erstmal die Initialisierung ist ein ausgemalter Kreis mit einem Pfeil. Und Aktionen sind jetzt immer Boxen, die abgerundet sind. Das heißt, wir haben eine Aktivität. Und das Ganze sieht in etwa so aus. Das muss ich beim nächsten Mal noch sauberer hinkriegen, weil das sieht schon fast aus wie eine Ellipse. Aber ihr seht, es gibt im Prinzip eine Box, und die Ecken wollen wir von dieser Box abrunden. Das probiere ich beim nächsten Mal gleich nochmal besser. Und zwischen diesen Aktivitäten gibt es sogenannte Flows. Das heißt, wir haben eine gerade Linie, einen Bogen im Wesentlichen, einen Bogen, und kommen wieder zur geraden Linie. So sollen sie eigentlich aussehen. Und dann haben wir noch einen Completion Node, der gibt uns quasi an, wann das Ganze endet, und da haben wir ein Bullauge.
Das heißt, das sind die Elemente, die wir in so einem Diagramm haben können. Und jetzt gibt es verschiedene Regeln dazu. Es gibt exakt einen Initialisierungs- und einen Endknoten. Es gibt mindestens eine Aktivität, weil sonst macht das Diagramm irgendwie wenig Sinn. Und das könnten wir sonst auch gar nicht malen, irgendwie mit zwei aufeinanderfolgenden Pfeilen. Jede Aktivität hat genau einen eingehenden und genau einen ausgehenden Pfeil, das heißt eine Weiterleitung, ein Fluss. Und jede Aktivität sollte erreichbar sein von der Initialisierung und das Ende sozusagen sollte auch von jeder Aktivität erreichbar sein. Jetzt können wir uns da mal ein Beispiel angucken. Ja, das, was da jetzt drin stand in den Boxen, würde man natürlich normalerweise nicht dran schreiben. Das war bloß für euch zum Nachvollziehen, was da passiert. Als Beispiel habe ich mir überlegt, dass wir uns angucken, wie das Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit aussehen könnte. Und in den Boxen werde ich das jetzt ein bisschen abkürzen, um ein bisschen Schreibaufwand zu sparen. Im Wesentlichen geht es bei den Aktivitäten, die wir jetzt hier modellieren, um Teile, die von der Arbeit geschrieben werden. Das heißt, man schreibt die Introduction. So, was schreibt man nach der Introduction? Man schreibt den Background. Warum in der Reihenfolge? Naja, jetzt habe ich hier ein End vergessen. Warum in der Reihenfolge? Naja, wir wollen uns in der Arbeit vielleicht auf vorherige Sachen beziehen. Und da Rückwärtsverweise eigentlich ganz gut sind, um zu sehen, was irgendwo schon motiviert wurde oder was irgendwo schon beschrieben wurde, sind Vorwärtsverweise meist eher ungünstig. Und deswegen ist es sinnvoll, die Kapitel auch so zu schreiben, wie sie auftauchen. Dann gibt es das eigentliche Konzept. Dann gibt es vielleicht ein Kapitel zur Implementierung. Was dann häufig ist, dass man in irgendeiner Form nachweisen muss, dass das, was man da gemacht hat, tatsächlich besser ist. Und das macht man über eine Evaluierung. Das heißt, man misst zum Beispiel irgendwas, man misst, ob der Algorithmus, den man jetzt implementiert hat, ob der tatsächlich eine Verbesserung bringt. Und dann wollen wir auch noch Schlüsse aus der Arbeit ziehen, das heißt, wir enden in der Arbeit mit einer Conclusion. So, und dass wir da enden, das müssen wir natürlich auch deutlich machen über dieses Bullauge. So, das heißt, wir haben hier jetzt einen Fluss von Aktivitäten, von Sachen, die zwingend nacheinander passieren sollten. Natürlich kann man davon auch abweichen, aber man wird wahrscheinlich Nachteile dann haben. Und jetzt in dem Beispiel ist es so, dass wir einfach nur eine Sequenz von Aktivitäten haben. Und natürlich reicht uns so eine reine Sequenz typischerweise nicht aus, um oder für die meisten Sachen, die wir modellieren wollen, reicht uns das nicht aus. Ist natürlich schon mal ganz nett zu wissen, was muss ich so alles schreiben und welche Reihenfolgeabhängigkeiten gibt es da vielleicht, aber wir haben vielleicht noch mehr Sachen, die vielleicht auch parallel passieren müssen oder wo man sich irgendwo entscheiden muss. Das wollen wir uns angucken. Und zwar gibt es dafür noch weitere Knoten, die wir verwenden können in diesen Diagrammen. Nämlich angenommen, wir wollen beschreiben, dass es gewisse Aktivitäten nur in bestimmten Fällen stattfinden. Ja, dass es auf irgendeine Bedingung ankommt und abhängig von dieser Bedingung passiert diese Aktivität und ansonsten nicht. Wenn wir sowas ausdrücken wollen, brauchen wir dafür weitere Sprachkonzepte in dem Aktivitätsdiagramm und die sind bekannt als Branch und Merge, das heißt verzweigen und zusammenführen. A branch has exactly one incoming and two or more outgoing flows. Each outgoing flow has a Boolean expression called guard, which is evaluated on entering the branch.
Das heißt, wir haben so einen Verzweigungsknoten. Und natürlich müssen wir dann sagen, wenn es eine Verzweigung gibt und wir können mal nach links und mal nach rechts gehen, dann müssen wir sagen, unter welcher Bedingung gehen wir nach links und unter welcher Bedingung gehen wir nach rechts. Der Merge hilft uns dann, diese Flüsse wieder zusammenzuführen. A merge has two or more incoming and exactly one outgoing flow. Auch da gibt es wieder eine Reihe von Regeln, die ich gleich am Beispiel nochmal erkläre. Wir wollen uns angucken, wie sieht die Notation aus. Die Notation ist denkbar einfach und die wird euch auch ein bisschen bekannt vorkommen, nach dem, was wir vorne schon gesehen haben. Das Beispiel zu dem, wie kommt man zu gutem Code. Nämlich, es gibt diesen Branch und der sieht so aus. Und jetzt gibt es eine Reihe von Flows, die da reinführen und rausführen. Es gibt genau einen, der reinführt und es gibt zwei, die rausführen oder eventuell noch mehr. Und dann gibt es den Merge und der sieht grafisch relativ ähnlich aus, insofern leicht zu merken. Das ist auch eine Raute. Und hier haben wir es so, dass wir mindestens zwei eingehende Kanten haben. Können auch drei oder mehr sein. Und genau eine ausgehende Kante. In der Literatur findet ihr ab und zu Mischformen davon. Ich würde davon abraten, weil man die nicht gut verstehen kann. Also teilweise wird Branch und Merge irgendwie in einem Knoten gemacht. Ist es an sich kein Problem, man kann damit alles ausdrücken. Ich könnte dann einfach einen Merge und einen Branch-Knoten nacheinander packen. Also, was gibt es jetzt noch für Regeln, die Guards, die wir noch ranschreiben müssen, genau, die fehlen hier noch. Die Guards, die wir da dran schreiben, die müssen alle Fälle berücksichtigen und die dürfen sich auch nicht überlappen. Was würde passieren, wenn die sich überlappen? Dann weiß ich nicht, soll ich jetzt nach links oder nach rechts gehen? Ja, wenn es heißt, es ist sonnig, dann geh nach links und wenn es regnet, geh nach rechts. Was mache ich, wenn ich einen Regenbogen sehe, weil es gerade regnet und die Sonne scheint? So können wir das nicht machen, sondern wir müssten dann sagen, wenn die Sonne scheint, gehe ich nach links und wenn die Sonne nicht scheint, gehe ich nach rechts. Das sind die Guards und manchmal ist es ein bisschen komplex, wenn man jetzt irgendwie zwei oder drei Fälle hat, den letzten Guard, dass der dann alle sonstigen Fälle und deswegen können wir auch das Schlüsselwort else benutzen in einem dieser Guards. Wir gucken uns auch das an einem Beispiel an, nämlich als Beispiel gucken wir uns an, wie man ein Kapitel, was man geschrieben hat, wie man das, dass man das vielleicht überarbeiten muss. Ja, also der typische Fall ist in der Schule, dass man irgendwie, man schreibt irgendwas, gibt das ab und das war's. Und das ist tatsächlich oft das erste Mal in einem Seminar, was gut gelöst ist, oder vielleicht in der Bachelor- oder Masterarbeit das erste Mal, dass man tatsächlich Verbesserungen an eigenen Texten vornimmt. Was haben wir dafür? Naja, irgendwie müssen wir anfangen und wir könnten jetzt sagen, wir haben eine Aktivität, die heißt Write Chapter. Das heißt, in erster Linie muss ich ein Kapitel schreiben. So, und dann komme ich allerdings, oder sozusagen ist man irgendwann so weit zufrieden, dass man sagt, jetzt gebe ich das meinem Betreuer. Ja? Das heißt, der Betreuer kriegt das jetzt. Und wir werden gleich sehen, warum wir diesen Zwischenknoten noch brauchen an der Stelle. Was macht der Betreuer? Der Betreuer guckt sich das an. Gut,
Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Und deswegen brauchen wir sozusagen auch diese Branch- und Merge-Knoten. Das hier in dem Fall ist jetzt Merge-Knoten, werden wir gleich sehen, warum. Weil wir wollen jetzt zwei Möglichkeiten abdecken, nämlich es ist möglich, dass das Dokument ohne Kommentare zurückkommt. Dann sind wir fertig mit dem Kapitel. Und es kann aber auch sein, dass das mit Kommentaren zurückkommt. Und was wir dann machen müssen, ist das Kapitel überarbeiten. Und hier könnte ich jetzt dran schreiben, es gibt Kommentare, aber ich kann auch einfach sagen, else für sozusagen alle anderen Fälle. Was jetzt passieren kann und was wir damit ausgedrückt haben, ist, es kann Folgendes passieren. Ich schreibe das Kapitel, das wird begutachtet und es gibt keine Kommentare. Das kann jetzt bedeuten, dass es so gut war und deswegen gibt es keine Kommentare oder der Betreuer hatte vielleicht keine Zeit und hat einem keine Kommentare gegeben. Sowas will man natürlich nicht hoffen, weil ihr wollt euch natürlich verbessern. Das heißt, der normale Fall ist, ihr schreibt das, es gibt beim ersten Mal Kommentare, ihr überarbeitet das, beim zweiten Mal wird das quasi durchgewunken und akzeptiert. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass man diesen Zyklus eben mehrfach durchläuft, zum Beispiel auch für bestimmte Kapitel und für andere nicht. Und das können wir jetzt ausdrücken. Gut, es gibt aber trotzdem noch Sachen, die können wir noch nicht ausdrücken. Nämlich, was wir noch nicht bisher ausdrücken können, ist, dass vielleicht irgendwas parallel passiert. Und auch das wollen wir uns jetzt angucken. Dafür gibt es sogenannte Forking and Joining. Das heißt, das ist auch eine Art von Aufteilen und von Zusammenführen. Allerdings, und da das muss ich nochmal nachliefern, wie die deutschen Begriffe dafür sind, die stehen hier noch nicht auf den Folien, weil das dürfen wir natürlich nicht verwechseln mit Branch und Merge, deswegen werde ich jetzt erstmal bei den englischen Begriffen bleiben. Was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass bestimmte Aktivitäten einfach parallel passieren können. Ja, also es gibt ja immer mal Sachen, die man irgendwie parallel machen kann und während zum Beispiel das eine Kapitel begutachtet wird, könnte man ein anderes schon schreiben. Ja, das könnte irgendwie parallel passieren und auch das wollen wir vielleicht irgendwie modellieren. A fork has exactly one incoming and two or more outgoing flows. A join has two or more incoming and exactly one outgoing flow. Und das ist, erinnert uns relativ ähnlich an Branches und Merges. Allerdings sind Branches, ich gehe eben nur einen der Wege, und bei einem Fork ist es so, dass alle parallel passieren ab dem Moment. Ja, die laufen nebenläufig ab und diesen Join brauchen wir, um die wieder einzufangen und zu sagen, an dieser Stelle wird gewartet, bis alles fertig ist und erst dann mache ich weiter. Auch da gibt es wieder Regeln und die erkläre ich gleich. Also, wie sieht das aus? Wir haben ein Fork, aber auch ein Join ist eine Linie, die etwas dicker ist. So, und bei einem Fork gibt es eben einen Eingang und mindestens zwei Ausgänge, das können allerdings auch mehr sein. Bei einem Join ist es genau umgekehrt und der sieht auch zum Glück sehr ähnlich aus, sodass wir das nachvollziehen können. Da haben wir eben zwei oder auch mehr Eingänge. Und einen Ausgang. Und auch das wollen wir uns mal in einem Beispiel angucken. Vorher noch, alles, was ich forke, muss, genau diese Pfade müssen auch wieder zusammengeführt werden, ne, über den Join.
Und genauso ist es so, alles, was ich gebranched habe, muss ich auch wieder mergen an irgendeinem Zeitpunkt. Und jetzt muss man aufpassen, ich kann nicht was forken und das danach mergen und ich kann nicht was joinen und das danach, ich kann nicht was branchen und danach joinen. Es muss immer dazu passen. Wenn ich was nebenläufig habe, muss es auch nebenläufig, die Nebenläufigkeit wieder enden. Wenn ich Branches habe, wo eins von denen abläuft, muss auch genau das wieder zusammengeführt werden. Gut, und noch eine Sache zu beachten. Diese Guards brauchen wir wirklich nur bei Branches. Ja, bei allen drei anderen Konstrukten beim Zusammenführen brauchen wir da nichts und auch beim Fork brauchen wir nichts, weil diese Sachen laufen sowieso ab und da bitte keine Guards dran schreiben. Das wäre grundlegend falsch. Auch da wollen wir uns noch ein kleines Beispiel angucken. Und zwar auch in dem Kontext von einer Arbeit. Wir könnten sagen, wir starten irgendwie und was üblich ist, ist dann erstmal einen Vorschlag zu schreiben, über was man eine Arbeit schreiben will. Write proposal. Gut, und danach fängt die eigentliche Arbeit an und da können wir Sachen parallel machen. Und es ist auch sehr typisch, dass das passiert. Was passiert nämlich häufig parallel? Naja, einerseits schreiben wir vielleicht schon erste Kapitel. Und zwar, welche Kapitel können wir schon schreiben? Naja, alle vor der Implementierung. Ja, weil wie wollen wir über die Implementierung schon schreiben, wenn wir die noch gar nicht erstellt haben? Und was können wir parallel machen zum Schreiben? Naja, wir können Prototypen implementieren. Ja, und das ist relativ häufig. Ich würde sagen, so 99% der Arbeiten in der Informatik haben einen Programmieranteil und der kann typischerweise eben parallel zur parallel zum Schreiben passieren. Hier mache ich mal noch Folgendes, und zwar, es ist jetzt auch möglich, diese Forks und Joins können wir auch andersrum aufzeichnen. Vielleicht ist es manchmal praktischer, aber ihr solltet entweder horizontal oder vertikal zeichnen, dass es hier eben möglich ist, dass diese zwei in einen horizontalen Balken gehen. Dann habt ihr das auch mal gesehen. So, und dann müssen wir natürlich noch weitere Kapitel schreiben und die anderen Kapitel, die können wir eigentlich erst schreiben, wenn wir den Prototypen fertig implementiert haben. Weil wir dann die Implementierung beschreiben sollen, die Messungen, die wir gemacht haben, beschreiben sollen. Und um es nicht zu komplex machen, sind hier jetzt aus der Grafik Messungen mal rausgelassen. Gut, und dann sind wir hoffentlich fertig im Zeitrahmen. Und was wir jetzt sehen ist, wir können jetzt relativ schnell visualisieren, es gibt irgendwo Sachen, die parallel laufen und ich muss zusehen, dass ich eben mit den Kapiteln 1 bis 3 parallel vorankomme, wie mit dem Implementieren vom Prototypen. Gut, jetzt gibt es noch eine Besonderheit, und zwar manchmal wollen wir noch darstellen, dass es verschiedene Akteure gibt und dass es verschiedene Verantwortlichkeiten gibt. Und dann wollen wir unsere Aktivitäten gruppieren nach diesen Verantwortlichkeiten. Dafür gibt es sogenannte Swimlanes, ja, also aus dem Schwimmbad, so ein Schwimmbereich, in dem man quasi eine Schwimmbahn, und da ist es auch das Schlimmste, was da passieren kann, ist ständig die Bahn zu wechseln, weil im Idealfall schwimmen sozusagen alle hintereinander und dann gibt es kaum Probleme, wenn sich die so aufteilen, dass sie gleich schnell schwimmen in einer Bahn. Aber ich schweife ein bisschen ab. Hier geht es eigentlich um
Verantwortlichkeiten. Es gibt eben bestimmte Sachen, die werden von einer Person oder von einer Abteilung in der Firma oder Ähnliches übernommen oder eben auch von einem Zulieferer und von einem, von sozusagen einem Teil des Systems oder von einem anderen. An activity diagram may have no or at least two swim lanes. A swim lane represents a high level responsibility for activities within an activity diagram. Da gibt es verschiedene Regeln. Also einer solchen Swim Lane geben wir einen festen Namen, den schreiben wir oben drüber, damit wir verstehen, um welche Sachen sind jetzt ja eigentlich gruppiert, ja? Welche Aktivitäten oder wer macht diese Aktivitäten. Jede Aktivität, die wir haben, die muss immer innerhalb von einer Swimlane sein. Die kann nicht irgendwie in der Mitte sein, das wäre auch im Schwimmbad total fürchterlich, wenn jemand genau irgendwie auf der Grenze schwimmt, weil dann stört er irgendwie beide Seiten. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass wir eben Pfeile haben, eben Flows, die eben von einem zur anderen Swimlane wechseln. Sonst wäre das Ganze natürlich auch nutzlos, wenn jede Swimlane irgendwie nur für sich bleibt. Und das wollen wir uns auch nochmal angucken und dafür springen wir nochmal zurück. Nämlich in diesem Beispiel. In dem Beispiel gibt es verschiedene Akteure. Ja, das habe ich euch sozusagen mit dazu erzählt. Es gibt nämlich einerseits den Student. In Deutsch natürlich Studierender. Ich habe mich jetzt völlig verwirrt. Ich will es natürlich hier auf Englisch schreiben, was ich nicht hinkriege. Ich hab's gleich. Student. Gut, und dann haben wir noch einen weiteren Akteur, nämlich den Supervisor, den Betreuer. Und jetzt können wir diese Swimlanes einmalen. Das sind im Prinzip Boxen, die um das ganze Diagramm gehen. Also außerhalb von Swimlanes darf dann eben auch nichts sein. Und jetzt müssen wir halt die Unterteilung schaffen für diese Swimlanes. Und das Kapitel zu reviewen ist eben Aufgabe von dem Supervisor, das Kapitel überhaupt zu schreiben und zu bearbeiten, dann vom Student. Was haben wir jetzt gelernt in dem Teil? Es ging darum, wie können wir Verhalten modellieren mit Aktivitätsdiagrammen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie kann man modellieren, dass manche Sachen, manche Aktivitäten nur manchmal passieren, dass Aktivitäten parallel passieren und wie können wir mit Swimlanes eben auch Verantwortlichkeiten ausdrücken. Dafür gibt es auch wieder was zum Lesen im UML User Guide, den würde ich dafür empfehlen im Kapitel 20, wo das Ganze beschrieben ist. Und auch hier solltet ihr das wieder praktisch ausprobieren, weil, dass ihr das jetzt gesehen habt, ist das eine. Im besten Fall habt ihr euch jetzt schon alles eingeprägt und müsst gar nichts mehr nachgucken. Macht jetzt die Folien zu, alle Unterlagen zu und legt los. Was sollt ihr machen? In Aktivitätsdiagramm malen, was wieder für so eine Contract Tracing App funktionieren könnte. Macht das ganz simpel, es muss jetzt nicht 20 Aktivitäten enthalten, es reicht, wenn das drei sind. Ihr sollt einfach mal gucken und einfach mal selber sowas zeichnen. Versucht ruhig, dass wenigstens eins dieser drei Konstrukte irgendwie drin ist, die wir hier besprochen haben. Alle in einem Diagramm wird dann wahrscheinlich schnell ziemlich unübersichtlich. Ihr sollt dann auch die anderen Diagramme, die im Moodle dann vielleicht schon sind, euch angucken und gucken, ob da irgendwelche Regeln ob es da Regelverstöße gibt und das dann mal als Beschreibung machen. Ihr könnt natürlich auch wieder sagen, das war das beste Use Case, Aktivitätsdiagramm und das bewerte ich sozusagen hoch. Das soll das gute Beispiel sein und mit gutem Beispiel vorangehen. Gut, dann viel Spaß mit der Aufgabe und wir sehen uns gleich wieder.